So, hallo, herzlich willkommen heute wieder bei Frag den Kell. Wir haben natürlich sehr viele Themen, die momentan uns am Herzen brennen und wo wir viel über vieles reden wollen. Einiges davon ist positiv, anderes ist negativ und ein Thema von den ganzen ist das digitale Geld. Das heißt, wir nehmen uns heute das digitale Geld vor. Was ist das? Was kann man damit machen? Vielleicht sogar Kryptowährungen, sind das Alternativen? Welche Idee steckt dahinter? Und was können wir als Helfer mit dem Ganzen machen? Wenn wir uns die Geschichte angucken, ist es so, dass seit Jahrhunderten die Menschheit das Geld hat. Und das Geld ist wichtig. Und das ist das, was sie uns von klein auf immer erzählen. Geld ist wichtig, weil Geld ist ein Tauschmittel. Was hatten wir vorher? Angeblich war vorher nur der Tausch ohne Geld. Und man hat irgendwann gesehen, dass es nicht nützlich ist, weil man zum Beispiel, wenn man ein Schwein essen wollte und der andere wollte, was weiß ich, eine große Ladung Stroh tauschen, dann war das nicht möglich, weil man eben das Stroh nicht nehmen kann gegen ein Tier tauschen, weil das zu kompliziert ist. Mit Geld zu tauschen ist viel einfacher. Das ist zumindest das, was man uns immer erzählt. Laut einigen anderen Historikern ist es so, dass dies nicht der Fall ist. Wir hatten auch schon vor dem Geld, hatten wir eine Schenkökonomie. Das bedeutet, die Menschen haben sich getroffen und haben das geteilt, was sie hatten. Wenn ihr heute auf Wikipedia reingeht, werdet ihr sehen, dass unter Schenkökonomie auch eine Tauschwirtschaft im Endeffekt oder erklärt wird, aber eben nicht eine Schenkung. Aber zurück zu dem anderen. Wir hatten bisher immer Geld und das Geld hat ein Problem. Geld muss geprägt werden, Geld muss gemacht werden, muss gezählt werden. Und Geld, wenn es verteilt wird, muss es irgendwo aufbewahrt werden. Und Geld kann man auch klauen. Das Problem ist, das sind alles Nachteile des Geldes. Und deswegen sagen die Menschen heutzutage, du, wir haben eine ganz neue Idee. Wie wäre es, wenn wir das Ganze digital machen? Wir sind ja schon digital. Wir können das Ganze digital machen. Und dann kann man euch das Geld eben nicht mehr klauen. Warum? Ja, weil ihr nachvollziehen könnt, wer das Geld hat und wer es bekommt. Und das ist doch eine super Sache. Und da sagt ihr oder die meisten sagen, ja, das stimmt. Deswegen lasst uns da hingehen und das Ganze langsam, aber sicher austauschen. Ne? Das reale Geld gegen das digitale Geld. Was sagen Sie noch? Es ist auch viel schneller, mit dem Geld zu bezahlen. Wir kennen das. Wir gehen in Einkaufsladen. Man muss nur sein Smartphone an so ein Lesegerät halten, wo früher die Scheckkarte reingesteckt wurde, also diese EC-Karte oder Visa. Und er liest das aus und schon hat man bezahlt. Man muss nicht mehr nach Geld suchen, Kleingeld, man muss nichts mehr mittragen. Das Smartphone hat man sowieso immer dabei, also ist doch alles okay. Das ist das, was man uns heutzutage erzählt. Was man uns nicht erzählt, ist die ganzen Nachteile davon. Denn wenn wir das Geld verfolgen können, dann können es andere auch. Und das ist auch genau die Idee. Die Argumentation heutzutage lautet, und ihr werdet das immer wieder und immer mehr im Fernsehen sehen, oh, es ist immer mehr Schwarzgeld im Umlauf. Es ist immer mehr Leute, die Geld hinterzogen haben. Es gibt immer mehr Leute, die betrogen haben mit Geld und, und. Das heißt, es wird uns Angst gemacht. Es wird uns erstmal keine Lösung angeboten, aber es wird uns erstmal Angst gemacht. Und wir sollen selber nach einer Lösung suchen. Gut, dass das digitale Geld dann da ist, super. Dass die Leute allerdings das digitale Geld, und das sage ich nochmal, ausspionieren können oder genau wissen können, was ihr macht damit, das sagen sie nicht. Was sie auch nicht sagen ist, was sie jetzt schon anfangen, dass sie Konten zumachen können. Sie können momentan entweder Konten sperren für Leute, die entgegengesetzt der Meinung ist, die zum Beispiel der Staat hat. Das haben sie nicht nur vielleicht gemacht oder das ist keine Theorie, das haben sie schon gemacht. Seit Corona wurden mehrere Konten geschlossen von Aktivisten, die nicht gegen die Menschlichkeit sind, sondern die politisch eine andere Meinung hatten. Und deren Konten wurden geschlossen. Interessant. Das heißt, wer politisch unbequem wird, hat auf einmal ein Problem. Jetzt kann man aber erstmal das Konto schließen, zum Beispiel beim demokratischen Widerstand. Das ist die Zeitung, für die ich auch mal gearbeitet habe. Also gearbeitet bitte in Anführungszeichen, ich habe da nicht gearbeitet, aber ich habe einen Artikel geschrieben. Der wurde immer wieder das Konto geschlossen. Die haben es versucht im Ausland zu machen, europaweit, auch in Europa wurde das Konto geschlossen. Irgendwann haben die es versucht, außerhalb Europas zu machen und da hat es funktioniert. Die haben auch noch einen anderen Trick gemacht, ich werde jetzt nicht sagen wie, aber damit die überhaupt an das Geld kommen und damit sie gesellschaftsfähig bleiben. Mit dem digitalen Geld kann man das aber noch viel, viel genauer machen.
Weil bei dem digitalen Geld, und das hat die Deutsche Bank bzw. die Europäische Bank hat das ganz klar gesagt, das Geld soll nachverfolgbar sein, damit wir die ganzen Leute, die schwarz arbeiten und die Steuern hinterziehen und die andere Leute fertig machen, damit die gefasst werden. So die Argumentation. Problem ist nur, wenn man das digitale Geld hat und dass es nachverfolgbar ist, brauchen wir nicht mehr einzelne Menschen, die andere Menschen in irgendeiner Weise ausspionieren oder gucken, was sie machen. Wir haben heutzutage eine sogenannte KI, eine künstliche Intelligenz. Und die kann Menschen in bestimmte Schubladen reinstecken. Und diese Schublade können dann automatisiert zum Beispiel die Konten sperren. Ich weiß nicht, wer das von euch weiß, aber bei einigen ist das so, wenn sie versuchen, eine Autoversicherung zu machen, sagt der Computer manchmal, nee, geht nicht. Und wenn ihr dann fragt, warum nicht, dann kann euch der Mann, der das verkaufen will, noch nicht mal sagen, warum das so ist. Hier ist eine KI im Hintergrund, die einfach erzählt, okay, ich durchforste, keine Ahnung, verschiedene Sachen, ich ziehe die Informationen von Messengern, Facebook und Co. Oder ihr habt mal bei einer anderen Versicherung irgendwas gemacht, automatisch zieht der Computer diese Informationen ran, woher die Quellen kommen. Das weiß man nicht, also ich weiß es nicht, da muss man Leute bei der Versicherung fragen. Die werden ausgewertet und dann entscheidet der Computer, ob ihr dürft oder nicht. Dasselbe gilt auch mit dem digitalen Geld. Was eigentlich möglich ist, ist sogar, dass die Menschen hingehen und sagen, jetzt pass mal auf, Person X, der hat, das Konto wird gestrichen. Jetzt ruft er Person Y an und sagt, du, ich komme nicht an mein Geld, kannst du mir was geben? Durch das Telefonat wissen wir, das kann man auch genauso überwachen, dass derjenige mit einem anderen gesprochen hat. Steigt jetzt die Ausgaben der Person Y an, kann man das direkt sehen. Und man könnte es theoretisch auch sperren. Das bedeutet, man kann zum Beispiel sagen, wenn Person Y 100 Euro für Essen ausgibt und sie mit Person X Kontakt hat, kann man sagen, okay, wir legen eine Sperre drauf, das Limit ist 100 Euro. Jetzt kann er selber überlegen, ob er Essen für sich ausgibt oder ob er das Essen mit anderen Leuten teilt. Mal ganz davon ab, dass man auch von Leuten die Konten sperren kann oder auch die Zahlungseingänge, Ausgänge und ähnliches sperren kann. Und dass man dadurch weiß, wo das Geld hingeht und wo das Geld abgehoben wird oder wenn man nur digital zahlt, braucht man ja nicht abheben. Aber wo der Mensch gerade ist, weil er ja mit der Kontokarte, mit dem Smartphone, mit was auch immer direkt bezahlt, wissen wir genau, wo die Person ist. Das heißt, Leute, die unbequem sind, kann man ganz leicht von der Bildfläche verschwinden lassen. Man macht sie gesellschaftlich untauglich. Und dafür braucht man sie noch nicht mal fertig zu machen, indem man vor Gericht geht oder. Das geht im Hintergrund und das geht ganz, ganz einfach. Man braucht einfach nur vorm PC zu sitzen und zu sagen, derjenige raus mit ihm. Und das war's. Dieses digitale Geld kann auch erschaffen werden, ohne dass wir sagen können, das stimmt oder das stimmt nicht. Wir können es nicht belegen, wir können nicht nachweisen, wir können nicht gucken, wir können gar nichts. Und so wie es aussieht, zumindest was die Europäische Bank angeht, Zentralbank, ist es noch nicht mal irgendwie im Interesse dessen, dass man das in irgendeiner Weise öffentlich, also richtig korrekt macht. Das bedeutet, es wird Leute geben, die Geld hin und her schieben können und es wird Leute geben, die es nicht können. Es gibt es aber auch umgekehrt. Preise können sich auch ändern. Das passiert teilweise heute schon. Wer mit Apple-Geräten eine Reise kauft oder verschiedene Sachen, muss mehr zahlen als jemand, der mit einem Android reingeht. Durch digitales Geld kann alles noch viel, viel, sagen wir mal, angepasster werden, so dass die Menschen in jeglicher Weise in bestimmte Richtungen gedrängt werden können. Das jetzt zum Thema digitales Geld. Und das ist jetzt das, was die Europäische Zentralbank uns geben möchte. Das ist aber nicht das einzige Geld. Es gibt auch andere Geldarten, wie zum Beispiel der Bitcoin. Der Bitcoin ist eine sogenannte Kryptowährung. Ist auch digitales Geld. Das gibt es auch nicht. Aber im Gegensatz zu dem, was die Europäische Zentralbank rausgeben will, ist der Bitcoin eine endliche Anzahl an Wert, den es hat, beziehungsweise
einer Währung, die es gibt. Was bedeutet das? Es gibt eine endliche Länge, die kann man berechnen. Ne? Ihr kennt vielleicht von früher ein paar Leute, die Miner waren. Das bedeutet, die haben Berechnungen angestellt und haben dadurch Geld generiert. Dieses Geld, dieses Kryptogeld, was generiert wurde, ist allerdings endlich. So, und damit kann man dann handeln. Hat einen Vorteil, man kann nicht einfach mehr machen, als es tatsächlich gibt. Ne? Es gibt eine endliche Menge und die kann man nur verteilen. Wie viel Wert das tatsächlich hat oder nicht, hat auch was damit zu tun, wie viel Wert ist es in der Bevölkerung. Denn eine Sache muss man über Geld wissen, und das ist ganz egal, ob es digital ist oder nicht digital. Geld hat immer nur den Wert, den ihr glaubt, den es hat. Das heißt, haben wir jetzt eine 1-Euro-Münze hier, könnt ihr damit teilweise Hochhäuser kaufen oder Schlösser, die gibt es für 1 Euro zu kaufen. Gut, im Hintergrund sind dann noch weitere Kosten, die ihr aufbringen müsst und ähnliches. Aber darum geht es erstmal nicht. Ne? Aber ne, wenn ihr glaubt, dass 1 Euro ein ganzes Schloss kaufen kann, ist es so. Oder es ist noch nicht mal so viel wert, dass ihr einen Bonbon dafür kaufen könnt. Ne? Unter anderem könnte man das Inflation nennen. Es gibt aber auch weitere Mechanismen, die dafür sorgen, dass man dem Geld nicht traut und dadurch verliert es an Wert. Ich könnte zum Beispiel auch eine D-Mark euch zeigen. Ist es Geld? Aber heutzutage ist es nichts wert. Warum? Weil das Nachfolgegeld rausgebracht wurde und man irgendwann gesagt hat, das ist nichts mehr wert. Oder ihr könnt es immer noch nach einem bestimmten Wertemaßstab bei der Bank austauschen. So, bla 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 bla, die ganze Zeit. Wir wollen jetzt wissen, was kann man mit dem Kryptogeld machen oder was kann man mit den Bitcoins machen? Kann man damit anständig bezahlen? Ja, momentan ist es tatsächlich möglich, dass ihr damit anständig bezahlen könnt. Ihr könnt sogar übergreifend bezahlen. Also länderübergreifend. So habe ich eine Dame, die in Russland war, die eigentlich dort bezahlen wollte. Das Problem ist, dass SWIFT, das ist ein Bank, das ist eine Bank oder ein Bankzusammenschluss, dass die gesagt haben, mit Russland wollen wir nichts mehr zu tun haben. Das heißt, ihr könnt kein Geld mehr in Russland bekommen. Ist natürlich ein Problem. Jetzt passiert irgendwas in Russland, du bist in Russland und du kannst kein Geld abheben. Das heißt, sie konnte nicht ins Krankenhaus gehen, weil sie kein Geld hatte, das zu bezahlen. Also ist sie hingegangen, hat über Bitcoins, hat sie das Geld bekommen und hat in Bitcoin bezahlt, was sie angenommen haben und dadurch konnte man die OP machen. Super geil. Hat aber einen großen Nachteil oder mehrere Nachteile. Der erste Nachteil von Bitcoins ist, bei allen Vorteilen, die es tatsächlich hat, es ist eine Technologie, die die Leute erstmal lernen müssen. Wenn die Menschen akzeptieren, mit Computern zu zahlen, ist es eher wahrscheinlich, dass sie auch irgendwann mal das akzeptieren, dass sie mit der digitalen Währung hantieren. Das Zweite ist, es ist ein technisches Problem. Der Bitcoin ist relativ sicher. Ich habe bisher noch keine Möglichkeit gefunden, wie man das Ganze angreift, zumindest technisch nicht. Aber im sozialen Bereich kann man das schon stoppen. Man braucht einfach nur ein Gesetz rauszubringen. Und was Denunziation angeht, das haben wir in den letzten 4 Jahren gesehen, da sind die Leute auch sehr bereitwillig mitzuhelfen, um diese bösen Menschen davon abzubringen, dass sie diese Währung auch nutzen. Das heißt, passt bitte auf, wenn ihr das macht, wenn es mal in Verruf gerät. Das sind so die zwei größten Probleme, die bei digitaler Währung wie der Bitcoin existieren. Jetzt gibt es noch andere Kryptowährungen. Die meisten davon nicht bekannt. Die meisten davon werden auch angeboten bei Telegram, bei diversen Messengern, bei Webseiten und so weiter. Da würde ich allerdings ganz, ganz vorsichtig sein, weil alles, was mit diesen Kryptosachen zu tun hat, wenn ihr euch nicht auskennt, und es ist nicht gerade sehr bekannt, der Bitcoin ist sehr bekannt, da ist es relativ sicher. Andere Sachen sind eher nicht so sicher und die versprechen euch, dass ihr das große Geld damit machen könnt. Und zum Schluss ist es alles ein Fake. Das sind sogenannte Scammer, Betrüger, die versuchen euch irgendwo reinzuziehen, euer Geld abzuziehen und ihr habt dann irgendeine digitale Währung, die aber nichts wert ist, weil keiner mit euch tauschen will. Weil tauschen, ne, ein Tauschmittel muss immer angenommen werden. Ne, erinnert euch, Deutsche Mark ist zwar ein Tauschmittel gewesen, jetzt aber nichts mehr wert, werdet ihr also kaum irgendwo was holen, außer bei Liebhabern, die mit dem Geld noch klarkommen. So, das ist das ganze Geld und die Erklärung. Digitales Geld, die ganze Erklärung, wie gehandelt wird, wie sicher sind die Sachen. Das Gute am Bargeld ist, auch wenn man das Bargeld einigermaßen kontrollieren kann, ist es so, dass es quasi vollständige Kontrolle ist unmöglich.
Man kann mehr Geld machen, man kann weniger Geld machen. Ja, man kann damit die Inflation anheizen oder zurücktun. Man kann da verschiedene Sachen machen, aber man kann das Geld nicht komplett kontrollieren. Deswegen ist Bargeld eine sehr schöne, relativ anonyme Sache, die ihr machen könnt. Warum sage ich relativ anonym? Klar, wenn ihr vor Ort Leute habt, die euch zugucken beim Bezahlen oder ähnliches, dann wissen die das. Und wenn sie euer Geld klauen oder so, ist es halt weg. Ne? Also man kann mit Geld relativ gut umgehen, gerade was Bargeld angeht. Jetzt kommen wir aber zu Helfer. Die Idee von Helfer ist was? Jetzt mal abgesehen von diesem Helfer ist alles kostenlos, das stimmt ja gar nicht. Wir sagen in der ersten Regel lautet es ja, ne? Kostenlos oder zum Selbstkostenpreis. Das heißt, das Geld ist natürlich mit drin. Wir sind nicht entweder Kapitalismus, also mit Geld tauschen, oder Helfer untereinander kostenlos. Wir sind dazwischen. Wir wollen keine Revolution, wir wollen eine Evolution. Wir wollen eine Idee dessen, dass man nach außen hin handeln kann, aber innenrum versuchen wir es so kostenlos wie möglich zu machen. Je mehr wir also selber produzieren und je mehr wir selber anbieten können, desto mehr brauchen wir das Geld nicht. Und was ist jetzt sicherer? Kryptogeld wie Bitcoin? Geld in der Hosentasche? Geld, was die Europäische Zentralbank rausgeben will? Oder kostenlos miteinander uns gegenseitig schenken? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Schenken ist eines der Taten oder der wirtschaftlichen Miteinander Auskommens, die am sichersten ist. Warum? Weil das kann man nicht klauen. Wenn wir als Gesellschaft verstehen, dass wir nicht tauschen müssen, wenn wir uns das gegenseitig schenken und auch immer sicher sein können, dass wenn wir was brauchen, dass wir es von der Gesellschaft kriegen, dann haben wir es geschafft, die Evolutionsstufe entweder nach hinten zu gehen oder nach vorne. Kommt darauf an, wie man es sehen will, weil das hatten wir. So, und wir werden es auch in Zukunft wieder haben, soweit es zumindest nach mir geht, weil das ist eines der wichtigsten Sachen, die wir wieder erlernen müssen. Weil Geld, egal ob Krypto oder nicht, Geld bedeutet immer Misstrauen. Ich misstraue dir, dass du es wert bist, dass du was zu essen kriegst. Beweis es mir. Ich brauche für mein Essen, was ich dir geben will, 10 Euro. Egal ob E-Euro, Bitcoins oder was auch immer. Beweis mir, dass du es wert bist. Du gibst mir das Geld und das ist dein Beweis. Wenn du mein Freund bist, vertraue ich dir. Und dann bist du automatisch absolut prädestiniert, das Essen zu kriegen. Deswegen schenke ich es dir. Das heißt, wenn wir wieder in die Menschlichkeit wollen, wenn wir wieder ins Zusammen wollen, dann sollten wir untereinander uns was schenken. Je mehr Leute mit zusammenarbeiten, desto mehr bauen wir eine Infrastruktur auf. Je mehr wir diese Infrastruktur haben, desto sicherer ist es, dass wir überleben können. Und jetzt stellt euch mal vor, was passiert, wenn die tatsächliche weltweite Kontrolle darüber kommt. Über das ganze Geld. Denn lasst euch da nichts vormachen. Wenn Europa anfängt, digitales Geld zu benutzen, Amerika und Russland nicht, muss Amerika und Russland trotzdem ein System finden, damit wir das digitale Geld auch in deren Länder benutzen können. Und damit werden wir Schritt für Schritt auch in anderen Regionen zumindest mit dem Geld zahlen müssen. Das heißt, sie müssen die Technologie auch voranbringen. Und wenn wir die Technologie schon mal haben, dann sind die anderen ja doof, wenn sie nicht mitmachen. Das bedeutet, Schritt für Schritt werden sie auch darauf hingehen, dass sie das alles umbauen. Jetzt stellt euch mal vor, der Staat sagt, du bist es nicht wert, dass du in dieser Gesellschaft leben kannst. Wir entziehen dir die Lebensgrundlage. Das bedeutet, wir sperren dir dein Konto. Du hast auch kein Bargeld mehr in der Hose, weil wenn alles digital ist, hast du nichts mehr. Das heißt, du kannst ja noch nicht mal irgendwas kaufen. Wir entziehen dir also alles und dann sitzt du da. Stell dir vor, wir haben aber eine Infrastruktur, wo wir zum Beispiel ein Restaurant haben, wo du kostenlos essen kannst. Wo wir ein Hotel haben, wo du kostenlos schlafen kannst. Wo du also keine Angst haben musst, dass du aus deiner Wohnung fliegst, nur weil du irgendwas nicht bezahlen kannst. Was passiert dann? Dann kannst du überleben. Und herzlich willkommen dann in der neuen Welt. Weil das ist genau das, was wir machen wollen. Die Idee ist, uns ist es ganz egal, ob die das digitale Geld einführen oder nicht. Natürlich möchte ich als Mensch nicht, dass sie das einführen. Weil das wird dazu führen, dass wir nicht nur voll unter Kontrolle stehen, sondern dass wir echt ein sehr schwieriges Leben haben. Das sehen wir ja jetzt schon, dass jeder, der gegen die Medien irgendwas sagt, dass er medial fertig gemacht wird.
Da wird man aber nicht nur medial fertig gemacht, sondern dann entzieht man einem die Existenz und die Lebensgrundlage, zumindest innerhalb der Gesellschaft. Wenn wir eine alternative Infrastruktur haben, wo wir wissen, wo wir die Leute auffangen und wo wir ohne Geld weiterleben können, wird uns das aber nicht so tangieren wie die Menschen, die eben keine alternative Struktur haben. Und wer jetzt auf die Idee kommt und sagt, nein, 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 ich mache mein eigenes System, der darf bitte nicht vergessen. In Kanada haben die ein Punktesystem gehabt und das hat super geil funktioniert, bis irgendwann der Staat kam und sagte, wir haben uns das jetzt lang genug angeguckt, jetzt handelt ihr richtig gut und das finden wir toll, ab jetzt haben wir einen Wechselkurs. Wer nicht bezahlt, Schwarzarbeit, kommt ins Gefängnis oder muss eine dicke Strafe zahlen. So. Jedes Geld, auch Bitcoins, kann man überwachen. Und jetzt sagen einige Leute, nee, 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 nee. Also Bitcoins sind so gut, und das kann man tatsächlich machen, über verschiedene Server, über ausländische Server, dass man das Geld versteckt. Ja, bis man damit handelt. Ab da an müsst ihr andere Leute mit einweihen. Und weiht ihr andere Leute ein, gibt es immer noch Denunzianten. Und spätestens da wird es zum sozialen Problem. Und spätestens da habt ihr das Problem dessen, dass ihr überwacht werden könnt. Also, wir haben einerseits geguckt jetzt, was sind die dramatischen Szenen, ne, nach Roland Emmerich, auf Roland Emmerich Art. Was passiert in Zukunft? Was kann mit dem Geld passieren? Was für Alternativen haben wir? Und wie sollte der Mensch eigentlich leben? Aber diese Sendung heißt Frag den Kerl. Und Kell hat jetzt lange genug gesprochen. Ich würde jetzt gerne auch mal vielleicht neue Ideen haben oder ganze Themengebiete oder vielleicht sogar Korrekturen, die ich falsch gemacht habe, die ihr jetzt sagen könnt. Entweder macht ihr das, indem ihr auf Frag den Kell, da gibt es eine Unterrubrik Diskussion zur aktuellen Sendung, da was reinschreibt, oder ihr könnt euch jetzt hier melden und ich sage, bitte sehr, wer möchte, kann jetzt noch was sagen. Die Leitung ist frei, ihr dürft reden. Also, für mich fehlte die Thematik, dass das ja auch Sozial Credits, in Richtung Soziale Credits gehen kann. Und der Schein behält seinen Wert. Also, wenn man mit Banken zu tun hat, Überweisungen und so, wird immer Geld bezahlt, also wird das Geld immer weniger wert. Der 50-Euro-Schein, den man jemandem gibt, der bleibt 50 Euro und der kann ihn auch wieder als 50 Euro weitergeben. Unabhängig von der Inflation. Das ist nur halb richtig. Also, zum ersten Thema, das habe ich ein bisschen versucht, die Social Credits habe ich ein bisschen versucht zu erklären mit, die können jetzt verschiedene differenzierte Strafen, ne, bis zur Kontosperrung machen. Aber ja, diese Social Credits, das haben wir auch heute schon, dass man für irgendwas bezahlen muss, Konto wird stillgelegt oder man kann nur bestimmte Bereiche freigeben, die man nur noch benutzen darf. Wie zum Beispiel, du darfst Essen kaufen, aber keine Computer und so weiter. Das stimmt, das habe ich nicht gesagt. Entschuldigung, das ist möglich. Social Credits hat aber erstmal nichts mit dem digitalen Geld selber zu tun. Das ist eine weitere Stufe der Überwachung und dessen, dass man zum Beispiel die 15-Minuten-Städte aufbauen möchte, wo man dann auch die tatsächliche physische Reichweite einschränkt. Das kann man mit Geld machen, indem man zum Beispiel die Kosten, also so hochschraubt oder das Konto so zumacht, dass man nicht mehr fahren darf. Aber um das physische Bewegen von A nach B zu verhindern, kann man die Städte abschließen. Und da gibt es halt verschiedene Sachen. Aber das Social Credit System, das hat mit Geld erstmal nichts zu tun. Das ist tatsächlich ein soziales Punktesystem, was zusätzlich eingeführt werden kann. Soweit ich aber jetzt weiß, bisher gibt es nur das Indirekte über das Geld, aber das haben wir jetzt schon. Wenn du ein Bußgeld bezahlen musst, dann ist das sowas ähnliches wie das Social Credit System. Und ich habe jetzt mit der Polizei gesprochen, habe ich einen Fall, wo ein Mensch 25 Euro zahlen musste und weil er sie nicht gezahlt hat, weil er die Briefe nicht gekriegt hat, dass er deswegen ins Gefängnis muss. Und das ist jetzt kein Scherz. Für 25 Euro. Ihr müsst sogar für 5 Euro ins Gefängnis, wenn es Bußgeld ist. Weil es ist eine Strafe und wenn ihr die Strafe nicht bezahlt, egal wie gering der Wert ist, wenn ihr, solange ihr den Streitwert nicht bezahlt gegenüber der Stadt, müsst ihr ins Gefängnis. Und das wäre dann ein indirektes Social Credit System. Aber erstmal hat das Geld, soweit ich das mitbekommen habe, nichts mit dem Social Credit System zu tun.
So. Ja. Das zweite ist 50 Euro zahlen, auch wenn wir also wenn das digitale Geld eingeführt ist, ist ein Wunsch, den ich vollkommen verstehen kann. Die Wahrscheinlichkeit wird aber so sein, dass die Leute das Geld immer mehr rausnehmen werden, bis es irgendwann verboten sein wird. Ganz einfach, weil sie davon ausgehen, dass das, was ihr macht, dafür da ist, um, ich sage jetzt mal, Schwarzgeld zu generieren oder ähnliches. Sie werden sich irgendeine Ausrede einfallen lassen, warum es nicht okay ist, dass ihr mit Geld bezahlt, und dann werden die es verbieten. Jetzt, momentan, und da habe ich Unterlagen dazu, beziehungsweise auch mit Leuten gesprochen, die sich damit auseinandergesetzt haben, ist es so, dass zwei Gesetze rausgekommen sind, einmal für Bargeld und einmal für digitales Geld. Die haben sich damit auseinandergesetzt. Und während das Digitalgeld, Regeln, die da rausgegeben wurden, Gesetze und ähnliches, die sind absolut hammergenau beschrieben, was da gemacht werden darf und was nicht. Ist im Gegensatz dazu zum Bargeld es so schwammig geschrieben worden, dass man das abschaffen kann, ohne dass irgendjemand was sagen kann. Und trotzdem sagen sie, in der Theorie dürft ihr das trotzdem. Diese Sachen, also man weiß ganz genau, die Regierung möchte schnurstracks dahin. Früher war die Rede von 2026, dass das Bargeld eingeschafft wird. Quatsch, dass das digitale Geld eingeschafft wird. Jetzt haben sie es angeblich vorgezogen auf 2024, also in diesem Jahr, soll das eingeführt werden, zumindest erstmal als klein. Es ist immer zuerst, wir machen mal ein bisschen was und dann gucken wir mal. Es sind momentan Karten im Umlauf für geflohene Menschen, soweit ich das weiß, dass die damit bezahlen sollen. Das heißt, sie kriegen diese Karten und da, wo sie bezahlen, wo sie Essen holen wollen, zeigen sie die Karte oder stecken sie einen Slot rein, was auch immer. Und dann dürfen sie damit das Essen bezahlen. Das kommt sehr gut an und das ist auf jeden Fall der erste Schritt genau dafür, dass wir irgendwann mal nur noch mit Karte zahlen. So. Aber das mit den 50 Euro, dass die 50 Euro 50 Euro wert sind, ohne dass die Inflation davon berührt wird, das ist nicht richtig. Das ist absolut falsch. 50 Euro hat immer den Wert, den du glaubst. Und somit unterliegt er immer der Inflation. Solange der Staat nicht hingeht und sagt, oder ein Großkonzern sagt, ihr müsst das mit dem und dem Preis immer abgeben, kann jeder selbst verlangen. Das kannst du ja selber auch. Du kannst ja sagen, das Kleid, was ich habe, was ich verkaufe, kostet 50 Euro, 10 Euro oder 1000 Euro. Das kannst du ja machen. So. Und der Wert 50 Euro, der ist nichts wert. Also, der sagt nichts aus. Das ist nur die Zahl 50. Was du damit kaufen kannst, das ist der Wert. Also, wenn ich mit 50 Euro ein Kaugummi kaufen kann, dann kannst du nicht sagen, der Wert hat sich verändert. Der Wert hat sich verändert. Gestern war es noch, was weiß ich, Kaugummi kostet, was weiß ich, 1 Euro, 50 Cent oder so. So, ne? Und jetzt kostet der 50 Euro. Der Wert verändert sich. Die Zahl selber nicht, aber der Wert hat sich verändert. Habe ich das okay erklärt oder gibt es da Unstimmigkeiten immer noch, wo du sagst, na, das sehe ich anders oder habe ich was anderes gehört? Nein, passt. Ich meinte abhängig von der Inflation, nicht unabhängig. Ach so, okay. Okay, hast du trotzdem erklärt. Ja. Also ja, ob jetzt das Geld weiterhin benutzt wird oder nicht, also dafür bräuchte man eine Kugel. So wie der Staat momentan agiert, zumindest hier in Europa, also das heißt Deutschland und die europäischen Länder, so kann ich einigermaßen sagen, dass die Tendenz dazu neigt, dass sie das Bargeld abschaffen wollen. Sie haben es versucht während der Corona-Zeit. Sie haben irgendeinen Blödsinn erzählt mit wer weniger Geld benutzt, da ist diese Kontakt, diese Viren irgendwas, bla bla bla. Wobei der Herr Dr. Streeck ja ganz klar gesagt hat, dass es nicht über Kontakt übertragen wird. Also die Tendenz ist ganz klar, was sie machen wollen, ist, sie wollen das Bargeld abschaffen. Und sie werden Gründe dafür finden. Eine Sache vielleicht noch, die hat nichts mit Bargeld zu tun, aber viele Leute vergessen das. Vor der Corona-Zeit gab es mal auch ein Grundgesetz, ein Gesetz dafür, freie Meinungsäußerung und ähnliches. Und das haben die damals eingeschränkt, weil sie die Urheber schützen wollten. Es geht immer um Schutz, das muss euch immer klar sein. Es geht nicht darum, dass sie jemanden kaputt machen wollen, nee, es geht immer um Schutz. Und da ging es um die Urheber. Urheberrechte sollte man schützen. Aus diesem Grund haben sie das Grundgesetz ein bisschen verändert.
und haben dafür die Urheber geschützt. Dafür sollte YouTube und verschiedene andere große Konzerne sollten einen Filter einbauen. Wie gesagt, zum Schutz der Urheber. Wofür er jetzt gebraucht wird, ist, dass jeder, der eine andere Meinung hat, dass der sofort gelöscht wird. So, genauso werden die gegen Schwarzgeld versuchen voranzugehen. Also ja, wir wollen nur Schwarzgeld eindämmen und deswegen brauchen wir das digitale Geld. Und später werden sie das missbrauchen für ihre Zwecke. Das steht auch schon in der Bibel. Ne? Und Marx hat es auch gesagt und diverse andere kluge Leute haben gesagt, gibst du dem Menschen Macht, wird er sie irgendwann ausnutzen. So, ne? Damals hat Gott gesagt, also laut Bibel, gibt dem Menschen keinen König, weil er wird seine Macht ausnutzen. Ne? Marx hat das mit dem Geld gesagt und mit diversen anderen Sachen. Ne? Verschiedene Philosophen haben sich damit auseinandergesetzt. Gibst du dem Menschen Macht, wird er sie irgendwann ausnutzen. Und wenn es auch diese Idealisten sind, die es erstmal nicht tun, sind die Nachfolger die, die es ausnutzen werden. Warum? Weil sie es können. So, und das ist auch genau die Richtung, die eingeschlagen wird. Das wird auch beim Geld passieren. Zumindest bin ich mir da 1000% sicher. Aber wann das passieren wird, wie es passieren wird, da können wir nur reagieren. Wir können aber agieren, indem wir alternative Systeme, also geldlose Systeme, weiter vorantreiben, indem wir untereinander uns helfen. Es funktioniert aber nicht, wenn wir zum Beispiel ein Dorf haben, wo alle zusammenhalten. Weil diese Menschen werden Sachen brauchen, die außerhalb des Dorfes hergestellt werden und ab da an haben sie keine Macht mehr. Bauen wir aber eine Infrastruktur auf, kann uns keiner mehr aufhalten. Weil wir können alles, auch von den Ländern, Städten, Kontinenten, wherever die Sachen herkommen, können wir das dann beziehen, ohne dass wir das Geld benutzen. Und da ist es schwierig. Es ist auch schwierig, ein Gesetz dagegen zu erfinden. Weil man kann nicht sagen, ihr könnt nichts mehr kostenlos anbieten. Ihr könnt euch nichts mehr kostenlos schenken. Wie sollen die das denn registrieren? Das könnte man nur noch registrieren, indem man alles verchippt. Aber wenn man es herstellt und den Chip nicht einbaut, naja, es ist nicht unmöglich, aber es ist schwierig. Wir könnten dann daraus eine Religion machen oder, aber kommt Zeit, kommt Rat. Wir werden für alles eine Lösung finden. Es ist schwieriger, kostenlos zu überwachen, als irgendwas, was man mit Geld überwacht. So, das einfach mal so auch als Hintergrundinfo zu der Thematik Geld im Allgemeinen und digitales Geld und wo wir hinwollen. Gibt es weitere Fragen oder Anmerkungen? Oder Korrekturen vielleicht. Ich gucke noch mal bei, steht da irgendwas drin? So. Durch die Inflation sinkt der tatsächliche Wert des 50-Euro-Scheins doch wieder. Die 20-Mahlzeiten-Schein würde seinen Wert behalten. Genau, das stimmt. Ja. Ja. Also im Hintergrund wurde jetzt ein bisschen was gesagt über das Geld und Inflation. Im Endeffekt habe ich das auch quasi gesagt. Super. So, gibt es noch mehr Sachen, die ihr sagen wollt, die wichtig für euch sind? Gut, wenn jetzt nichts da ist, dann kommen wir jetzt zum Ende, also zumindest der Aufnahme. Für die Leute, die jetzt zu Hause sind oder das auf YouTube sich angucken oder auf Odyssey oder auf Video Liberty oder Telegram oder sonst wo, wo das Video geteilt wird. Wir haben auch nach dieser Aufzeichnung immer wieder Gespräche. Wer also Lust hat mitzukommen, kann danach Fragen stellen, entweder zum Thema der Sendung oder auch außerhalb der Sendung. Ich freue mich auf jeden Fall immer, wenn die Leute da mitmachen. Aber jetzt kommen wir halt zum Ende der ganzen Sache. Der Mensch ist dafür da, dass er Erfahrungen macht. Und es ist wichtig, dass wir diese Erfahrungen machen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es negative Erfahrungen sind oder positive Erfahrungen. Wichtig ist aber, dass wir lernen, uns zu respektieren gegenseitig, zu vertrauen und unser Mensch dafür, wofür wir eigentlich gemacht wurden oder wie wir aufgewachsen sind oder egal wie, dass wir frei leben können. Dieses freie Leben funktioniert nicht und niemals mit Geld oder mit Tausch im Allgemeinen nicht.
Aber während der Tausch schon schwierig ist zu überwachen, gibt es eine Abstraktion, und das war die des Geldes. Das Geld konnte man viel besser überwachen, weil man dann nur noch die Banken, die das Geld rausgeben, kontrollieren musste und nicht mehr jeden Einzelnen. Die Kontrolle wurde aber weiter verschärft, indem wir jetzt anfangen, digitales Geld zu machen. Während es zwei verschiedene oder mehrere verschiedene Arten von Geld gibt, aber es gibt einmal das sichere Handeln mit dem Geld über Kryptowährungen. Nicht alle bitte sind super gut, aber darum geht es nicht. Gibt es auch die andere Variante, die des Überwachens. Und schon wieder gehen wir einen Schritt weiter, nicht in Richtung Evolution, sondern in Richtung Überwachung. Es gibt kaum Möglichkeiten, das zu stoppen, außer wir alle halten zusammen und wir alle verändern unsere Art, wie wir leben können. Dafür müssen wir wieder lernen, miteinander uns zu vertrauen, zusammenzuarbeiten und miteinander was aufzubauen. Das Problem ist nicht das Geld, weder das digitale Geld, noch das normale Geld, noch der Tausch. Das Problem ist ein soziales. Und wenn wir nicht anfangen, diese sozialen Probleme endlich in den Griff zu kriegen und endlich zu lernen, dass ein Mensch viel mehr wert ist als jede Art von Geld, die wir haben. Das ist ganz egal, ob er in Afrika lebt, in Südamerika, in Nordamerika, in Europa, in Asien oder sonst wo. Solange wir nicht verstehen, dass auch ein Mensch, der nicht arbeitet, was wert ist, und solange wir nicht verstehen, dass das, was wir produzieren, immer auch etwas damit zu tun hat, was unsere Umwelt, und Umwelt meine ich tatsächlich, unsere Welt um uns herum, also damit ist die Natur gemeint, die Tiere, die Menschen, das, was der Mensch geschaffen hat, das, was der Mensch nicht geschaffen hat. Wenn wir nicht verstehen, dass es alles miteinander verbunden ist und dass wir im Endeffekt eins sind und dass das Geld uns eigentlich davon abhält, dass wir weiterkommen als Menschen und als soziale Wesen. Und wenn wir nicht lernen, dass wir nicht mehr uns gegenseitig ausnutzen durch das Geld und wenn wir nicht mehr nach Geld optimieren, sondern nach Menschlichkeit, nach Natur, nach Tiere, nach Spirituellem, nach egal was ihr habt, solange wir das nicht gelernt haben, werden wir immer wieder verdammt sein, dieselben Fehler zu machen. Denn wer aus der Historie nichts lernt, wird immer wieder dieselben Fehler machen. Was wir machen müssen, ist, wir müssen das umdrehen. Und dafür brauchen wir neue Ideen. Wir können nicht das Alte immer wieder machen. Wie sagte einst Einstein so schön, wer immer wieder dasselbe macht und ein anderes Ergebnis erwartet, das ist die Definition von Irrsinn. Und ich möchte nicht Irrsinn haben. Ich möchte Frieden und Freiheit haben. Und Frieden und Freiheit schaffen wir nur, wenn wir alle zusammenhalten. Aus diesem Grund lasst uns alle zusammenhalten und Frieden und Freiheit schaffen und lasst es uns in Liebe tun. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend, viel Spaß noch und wir sehen uns nächste Woche bei Frag den Kell. Stellt eure Fragen gerne im Netz, wir nehmen sie auf, wir entscheiden dann, welche Frage oder ihr entscheidet dann, welche Frage drankommt und ich freue mich darauf, auch darüber wieder berichten zu dürfen und auch was zu hören. Und wenn ihr Leute kennt, die Lust haben, hier mitzumachen, als Partner, als Gesprächspartner, können wir gerne machen. Dann können wir auch mal jemand anders fragen und vielleicht sogar eine Diskussion starten, miteinander zusammen und dann gucken, wie es weitergeht. In diesem Sinne, schönen Abend noch, bis nächste Woche. Ciao, euer Kell. Wir kommen zusammen her, helfen einander gern. Jeder kennt jeden bei 100 Leuten, ist das nicht schwer. So vertraut man sich, baut etwas miteinander auf und geht respektvoll miteinander um. Ganz genau, wir wachsen täglich, denn jeder sehnt sich. Wir wachsen täglich, denn jeder sehnt sich. Wir wachsen täglich, denn jeder sehnt sich. Doch auch nie möglich. Wenn du jemanden brauchst, weil es alleine nicht geht, du kannst dir vertrauen, weil wir uns hier verstehen. Wir sind füreinander da, füreinander da. Wenn du jemanden brauchst, weil es alleine nicht geht, du kannst dir vertrauen, weil wir uns hier verstehen. Wir sind füreinander da, füreinander da. H-E-L-L.